Moin Moin und willkommen zum ersten Video der Videoreihe Mikroökonomie. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Grenznutzen. Zuvor möchte ich noch auf einen Ökonom eingehen, der das Konzept des Grenznutzens quasi erfunden hat. Karl Menger war ein österreichischer Ökonom und hat in Wien gelehrt und gelebt. Auf ihn geht das Konzept des Grenznutzens zurück. Mit dieser Idee, die auch die marginalistische Revolution genannt wird, begründete er quasi die österreichische Schule der Nationalökonomie, welche eine ökonomische Denkrichtung darstellt. Als Primärliteratur kann man sein Buch Grundsätze der Volkswirtschaftslehre von 1871 nennen bzw. empfehlen. Dort beschreibt er das Konzept und erklärt noch einige weitere Dinge der Volkswirtschaftslehre. Das Buch habe ich in der Videobeschreibung verlinkt und man kann es kostenlos als PDF downloaden. Kommen wir nun zum Nutzen bzw. zum Konzept des Grenznutzens. Um das Konzept des Grenznutzens zu verstehen, müssen wir uns erstmal eine Nutzenfunktion anschauen. Also der Verlauf der Nutzenfunktion ist eine ansteigende Kurve, die irgendwann bei einem bestimmten Level nicht mehr wirklich weiter steigt. Also mathematisch gesehen schmiegt sie sich unendlich lang an dieses Nutzen, an dieses bestimmte Nutzenniveau, welches sie nie erreicht und auch nie übersteigen wird, unendlich lang an. Gut, also in diesem Beispiel betrachten wir den Fall, dass wir ein Lagerfeuer machen wollen und dafür müssen wir natürlich Holz hacken. Und ja, man sieht, dass die erste Einheit Holz uns einen Nutzenzuwachs von 10 Einheiten liefert. 10 Nutzeneinheiten, ja? Also wir hacken Holz, sind im Wald und hacken eine Einheit oder ein Stück Holz, ja? Gut. Das liefert uns einen Nutzenzuwachs von weiteren 15 Einheiten, ja? Jetzt hacken wir noch ein Stück Holz, ja, und geben das in unser Lagerfeuer dazu, was schon brennt, was wir schon angemacht haben. Und jetzt ist der Nutzenzuwachs nur noch 5 Nutzeneinheiten, ja, weil es brennt ja schon und ist schon warm oder wir können schon unser Fleisch braten oder was auch immer. Und jetzt geben wir noch eine Einheit Holz dazu, ja. Und der Nutzen wächst nur noch um 4 Einheiten, ja. Wir kriegen nur noch 4 Nutzeneinheiten dazu, weil unser Lagerfeuer brennt schon, ist schon ein bisschen größer mit 3 Einheiten Holz, ja, bringt uns eine vierte Einheit Holz auch nicht mehr so viel, ja. Gut, also wir können sagen, das ist der Nutzenzuwachs A. Das ist der Nutzenzuwachs B und das ist der Nutzenzuwachs C. Und das Ganze stellt eine ordinale Reihenfolge dar. Das heißt, dass wir nicht sagen können, dass der Nutzenzuwachs A 2,5 mal so hoch ist. Ja? Also von diesem Punkt hier auf diesen Punkt hier können wir nicht sagen, dass der Nutzenzuwachs hier das 2,5-fache ist. Wir können nur sagen, dass dieser Nutzenzuwachs in der Reihenfolge hinter diesem Nutzenzuwachs ist. Ja? Und wir können jetzt sagen, dass der Nutzenzuwachs A größer ist als B und der Nutzenzuwachs B größer ist als C und das ist unsere Reihenfolge. Also das wäre der erste Platz, das wäre der zweite Platz und das ist der dritte Platz. Gut. Daran kann man jetzt schon diesen abnehmenden Grenznutzen erkennen, denn der Grenznutzen beschreibt den immer weniger starken Nutzenzuwachs bei Konsum einer weiteren Mengeneinheit eines Gutes, in diesem Fall das Gut Holz. Gut, in der Universität werdet ihr das Ganze auch noch mathematisch darstellen. Und da können wir das ganz easy machen, indem wir sagen, unsere Nutzenfunktion, die wir hier U nennen, was für Utility steht und Englisch für Nutzen ist. Also U ist eine Funktion der Variablen x. Und zu diesem Beispiel hier passt die Funktion x hoch 1/2.
Das könnt ihr mal in euren Taschenrechner in der Grafikansicht anzeigen lassen. Da werdet ihr sehen, das hat ungefähr so einen Verlauf wie diese Funktion hier. Ja, und x hoch 1/2 ist ja nichts anderes als die Wurzel aus x, ja. Das kann auch mal passieren, dass der Prof euch damit quasi eine Falle stellen will und ihr nicht genau wisst, dass die Wurzel aus etwas auch die 1/2. Potenz der Zahl ist, ja. Und jetzt wollen wir unseren Grenznutzen bestimmen, mathematisch, und das geht, indem wir die erste Ableitung unserer Nutzenfunktion bilden, ja, nach der Variablen x, also die Funktion u abgeleitet nach der Variablen x. Es wäre in unserem Fall ja 1/2 x hoch minus 1/2. Und das ist größer als 0, ja, das ist wichtig. Damit haben wir jetzt mathematisch nachgewiesen, dass die Funktion steigt, ja. Und das sehen wir auch hier, unsere Funktion steigt immer weiter an, bis ein bestimmtes Niveau, das hier irgendwo ist, ja. Also das wird sie nie erreichen, ja. Sie wird unendlich lang ansteigen und sich quasi unendlich lang hier anschmiegen an dieses bestimmte Nutzenniveau, ja. Und jetzt müssen wir noch bestimmen, dass aber unser Grenznutzen abnimmt, ja. Das hatten wir ja gesagt, das hatten wir hier erkannt, dass der Nutzenzuwachs a größer ist als der Nutzenzuwachs b und der Nutzenzuwachs b größer ist als der Nutzenzuwachs c. Das heißt, wir bilden die zweite Ableitung und das notiert man so. Das hier steht für Delta. Hier habe ich von x vergessen. Und ja, das Ganze natürlich wieder abgeleitet nach x. Und das ergibt minus 1/2 mal unsere erste Ableitung war ja 1/2 x hoch und dann minus 1, also minus 3/2. Was das gleiche ist wie minus 1/4 x hoch minus 3/2. Das Ganze ist kleiner als 0. Und damit haben wir bewiesen, dass dieser Nutzenzuwachs hier immer kleiner wird, ja. Diese beiden Bedingungen, dass die erste Ableitung größer als 0 ist und die zweite kleiner als 0, das nennt man auch das erste Gaußsche Gesetz. So, das war's mit dem ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.